Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir oder von uns. Ich glaube, heute werden wir alle mal zu sehen sein. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich habe gestern drei Videos gedreht. Ein Vlog, ein Haul, also Einkaufshaul, Kaufland und was habe ich noch gedreht? Schwangerschaftsupdate, genau. Und ich habe bis 22.30 Uhr gestern noch Videos geschnitten und hochgeladen. Deswegen wundert euch nicht, hier steht noch meine Softbox, das Licht und so habe ich noch nicht abgebaut, weil die Lampe war gestern noch heiß und dann konnte ich die nicht rausdrehen, die Glühbirne. Und jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe erstmal hier so Haushalt gemacht und ich muss euch was zeigen und was fragen. Also, wir gehen jetzt ins Gäste-WC. So, sieht das hier aus. Das ist ja noch von den vor Menschen, Besitzern, die hier gelebt haben. Das haben wir einfach gelassen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so schon mal genau gesehen habt, hier das Gäste-WC. Jedenfalls habe ich hier so ein Ding. Kennt ihr das? Das gibt es ja von Wick, glaube ich. Und das ist jetzt von DM. Ich brauchte beide Hände, um es aufzumachen. Und das riecht auch wirklich super. Das funktioniert klasse. Allerdings kann man die kleinste Stufe ist alle 36 Minuten sprüht das dann hier. Es riecht gut, gar keine Frage. Aber alle 36 Minuten ist mir zu viel. Ich habe dann versucht, es nur anzumachen, wenn Besuch da ist oder nur tagsüber, weil, also es ist mir zu viel, weil es hält nur 2 Wochen. Ich habe es jetzt halt durchlaufen lassen. Um zu sehen, wie lange es hält. Tag und Nacht lief es durch und es hält 2 Wochen dann. Sprüht alle 36 Minuten. Es riecht immer angenehm frisch. Ich möchte aber nicht 2 so Flaschen im Monat kaufen. Das sind dann 6 Euro im Monat. Und das ist einfach so voll die Verschwendung, wenn das nachts die ganze Zeit sprüht. Aber es immer auszumachen regelmäßig, das würde ich auch vergessen. Deswegen habe ich was Neues probiert. Und zwar hatte ich gefunden, beim Kistenauspacken, diese Öle haben wir noch sehr viel. Das ist jetzt Lavendelöl und ich habe das, hier haben wir Klopapier, das ist ja voll so ein Luxusmerkmal im Moment, weil es ja überall ausverkauft. Und ich habe einfach hier oben so den Kreis mit Lavendelöl beteufelt und jetzt riecht es nach Lavendel. Ganz extrem, das ist jetzt so 2-3 Stunden her, dass ich das getan habe. Und ich bin gespannt, wie lange das anhält. Wenn das einen Tag anhält, das wird mir schon reichen. Wenn es so frisch duftet. Bin da ja jetzt nicht so. Also für mich muss es nicht so. Ich finde es zwar auch schön, aber ich finde es halt am schönsten, wenn Besuch kommt, wenn das dann so duftet. Ja. Oben läuft der Staubsaugerroboter heute. Und hier muss ich jetzt saugen. Ich habe Smurfys Körbchen ausgeschüttelt. Also Körbchen ist übertrieben, das sind hier diese Decken und ihr seht, es sieht fürchterlich aus, deswegen darf ich heute mit dem hier saugen, der ist echt super genial, ich würde niemals so oft saugen, wenn ich nur den mit dem Kabel hätte, also wenn ihr euch einen neuen Staubsauger holen möchtet, gönnt euch den, Wahnsinn. Wahnsinn. Bin ja immer noch am Ausräumen und Umräumen. So. Und ich hatte jetzt hier von Ikea einfach so diese Lampen, so LED-Dinger reingemacht und ein paar Weihnachtskugeln. Einfach als provisorisches Licht. Ich habe die ganze Zeit die gesucht in den Kisten. Die haben wir mal in Ägypten mitgenommen. Und die macht so ein schönes Licht. Und heute habe ich sie endlich gefunden. Das heißt, ich kann diese jetzt hier abbauen. Endlich. Yay! Das Kabel verschwinden lassen. Wir hatten auch hier extra bestellt solche Dinger. Die muss ich nur mal in einer ruhigen Minute, wenn sich alles eingedingst hat, hier ankleben. Und dann kann man da die Kabel, also vor allem Ladekabel, wo ist eins hier, so reinmachen. Dann rutschen die nicht immer so dahinter, wenn das dann klebt. Weil die Kabel kann ich ja alle hier hinter verschwinden lassen. Aber das muss ich alles noch in Ruhe irgendwann mal machen. So mache ich jeden Tag
Da, seht ihr, jetzt ist das Kabel dahinter gerutscht und dann muss ich es immer hier wiederholen. So mache ich jeden Tag ein bisschen hier. Das soll mal hier mein Büro werden. Hier kann ich halt den Laptop sicher hinstellen, ohne dass später das Kind da dran kommt, das Kleine. Der Smurfy kommt da nicht dran. Ich kann hier immer alles laden. Und deswegen wird das mein provisorisches Büro. So, dann geht's weiter. Wir haben nämlich im Flur hier, also im Treppenhaus, sag ich jetzt mal, nur dieses riesige Licht leider. Also hier oben an der Decke haben wir nur den Rauchmelder angebracht. Und jetzt habe ich überlegt, von meiner provisorischen Lampe, das ist ja mit Steckdose, dahinter haben wir eine Steckdose. Ich mache die mal aus, dann könnt ihr es besser sehen. Die hat hier so einen Schalter. Zack. So. Also, es sind drei Dinger, drei Birnen und die sind echt hell. Wenn wir die hier anbringen würden, der Reihe nach, unter dieser Treppe quasi, das wäre doch echt schön, oder? Also ich versuche euch das jetzt irgendwie zu zeigen. Es ist nicht so einfach. Da muss man halt die Kabel erstmal auseinanderfriemeln und dann vielleicht irgendwie mit doppelseitigem Klebeband hier drunter kleben. Was meint ihr? Das wäre doch ein gemütliches Licht. Das könnte man abends anlassen, wenn man da auf dem Sofa sitzt. Hier ist ja die Garderobe und da ist dann das Sofa. So, jetzt drehen wir uns mal um. Da ist es dann. Und da wären dann die Lampen drunter. Das ist voll schwer zu erklären. Aber doppelseitiges Klebeband wäre dann auch doof, wenn es immer wieder abfällt. Da müsste man dann mal schauen. Ich frage mal den Bernd. Ich habe jetzt gesaugt, gewischt und dieses bisschen Deko gemacht, was ich euch gezeigt habe. Und jetzt mache ich mir Frühstück. Also ich habe schon unseren Shake heute Morgen natürlich getrunken. Den gibt es ja fast täglich. Und jetzt mache ich mir hier so Weizen-Toasties, zwei Stück im Toaster. Die esse ich echt gerne. Und dann gibt es dazu, wir haben eine Wurstplatte in Anführungsstrichen. Tada! Davon mache ich mir jetzt was. Dazu gibt es einfach Wasser. Bei Kaffee habe ich keine Lust drauf und Tee habe ich auch nicht Lust drauf. Deswegen einfach Wasser. Ah, die habe ich auch noch. Die ist auch lecker. Und ich wurde gefragt, weil heute kam der Kaufland Food Hall online. Da wurde ich gefragt, wie viel Fettgehalt diese universelle Schlagcreme hat. 16 Gramm Fett auf 100 Milliliter. Sieht man das? Ja, die nehmen wir für alles. Also für Sahnesoße, für Nudeln. Wir schlagen die auf für Kuchen. Also, ja, sehr zu empfehlen, die Schlagfix-Sahne. So, brauche ich noch was? Vielleicht ein bisschen Margarine, ne? Ein bisschen Fett. Fett, Fett, Fett. Und ich habe mich den ganzen Tag wieder nicht mehr gemeldet. Es hat sich ganz viel ereignet. Da habe ich es nicht geschafft zu vloggen. Es ist alles in Ordnung, aber es war doch recht stressig. Jetzt blendet das, ne? So geht's. So, ich habe jetzt hier Abendbrot gemacht. Das zeige ich euch gleich, was es gibt. Und ich habe ganz starke, also was heißt ganz stark? Ich habe jetzt keine Schmerzen, aber ich habe halt voll die Übungswehen die ganze Zeit. Jetzt beim Abendessen machen, voll. Ja, egal, halb so wild. Ich kann ja gleich die Beine hochlegen. Und ja, wenn wir gleich Abend gegessen haben, dann können wir schön chillen. Oder ich zumindest, Calvino und Bernd, die gehen bestimmt noch die Abendrunde mit Smurfy und ich darf bestimmt hier bleiben, oder? Du nicht? Ich gehe nicht mit. Warum nicht? Ich habe keine Lust. Calvino geht auch nicht mit. Dann gehe ich mit. Ja, jedenfalls die gute Nachricht ist, mein Laptop kommt morgen wahrscheinlich wieder. Ich habe die E-Mail von Apple bekommen, dass es wohl repariert ist und die Sendungsverfolgungsnummer, dass es morgen wohl kommt. Und ich freue mich. Ich bin ganz gespannt, ob es funktioniert.
Und ich hoffe, dass es nicht in der Mittagspause kommt, aber unser DHL-Fahrer, der kennt uns eigentlich, der weiß, dass wir Mittagspause haben im Laden, der gibt das dann bei den Nachbarn ab oder bringt uns das hier nach Hause oder so, ist egal. Ja, da freue ich mich jedenfalls. Das heißt, ich kann ab morgen wieder mit der Kamera filmen. Das ist super, da freue ich mich drauf. Es ist zwar mehr Arbeit, aber es ist qualitativ viel besser. Ich habe heute, ist ja der Food Hall online gekommen. Und da hatte ich wieder Kommentare auch, dass der Ton so schlecht ist. Das ist halt, wenn ich mit dem Handy filme, ist der Ton wesentlich schlechter, als wenn ich mit der Kamera filme. Ja, und morgen geht's wieder los. Da steht sie schon und wartet auf ihren Einsatz. Ja, und hier zeige ich euch, was es gibt. Ich habe Gemüse geschnibbelt, unsere Wurstplatte. Calvino kriegt so eine Nudelsuppe, da ist noch Paprika ein bisschen drin und Möhre hat er sich gewünscht. Ja, und ja, sonst wüsste ich jetzt auch nichts. Achso, doch, ich wollte euch noch sagen, ich habe euch heute Morgen erzählt mit diesem Duft im Gäste-WC. Also es riecht immer noch nach Lavendel da und das waren wirklich nur 5 oder 6 Tropfen, die ich da drauf gemacht habe auf diese Rolle Klopapier. Das kann ich euch echt empfehlen. Wenn ihr möchtet, dass euer Badezimmer gut duftet, ohne große Kosten, macht ein bisschen Öl. Also es gibt ja ganz viele Öle. Lavendelöl, Zitronenöl, Orangenöl, keine Ahnung. Es gibt alle möglichen Düfte. Bei Amazon gibt es sogar so Yang Yang und keine Ahnung, wie die alle heißen, diese naturreinen Öle. Ja, kann ich euch empfehlen. Gute Idee. Das werde ich weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video in besserer Qualität. Ciao!